Moin, moin, liebe Leute, zu einem neuen Schnurluis, lang ist's her. Ist's. Ja, wir haben die ganze Zeit einfach nichts Besonderes gekauft, womit man so ein Video machen kann, weil, keine Ahnung, yay, let's eat Aldi Food. Oder, aber Lou war im Urlaub, ist gerade zurück und hat Japanisches mitgebracht. Sie war nicht in Japan im Urlaub, fragt nicht. Ja, und sie war in einem japanischen Feinkostladen ist nicht, Laden. Und wir haben ein paar Sachen, nur Süßes diesmal, deswegen absolut meine Baustelle. Es war aber tatsächlich, ich war auch in einem Feinkostladen, da habe ich diese. Ah, okay, dann fangen wir auch mit denen an, wenn das schon vorher. Das hier ist, nenn du es. Ich habe schon eins probiert. Das sind Umeboshi-Bonbons. Das sind so japanische eingelegte Pflaumen. Ich habe das, wie gesagt, schon probiert, das will ich nicht gleich sagen. Es ist ein Taste, den ich vorher nie getastet habe. Und der Kern in der Mitte ist tatsächlich ein Stück eingelegtes Umeboshi. Und wenn man das noch nie gegessen hat, dann ist man sehr verwundert. Jigen sitzt hier direkt unter der Kamera und der fand das gerade sehr schön, dass ich etwas hochhalte. Nein, für dich gibt's nichts. Das guckt er ja doof. Ja, es ist halt wirklich ein Hard Candy. Also, okay, so schnell schon der Geschmack. Also der Geschmack von dem ja, so sieht das Ding aus. Es ist halt ein Hard Candy. Nein, Jigen, nicht für dich. Verpiss dich. Und innen drin, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, ist tatsächlich so ein braunes Stück Pflaume. Und ich muss sagen, das Stück in der... Die sind strange, ne? Was sind die denn gemacht? Aus Brot? Geliertes Brot? Die haben, wie gesagt, einen sehr, sehr interessanten Geschmack. Also ist es sehr floral, finde ich, nach einer Zeit. Und floral, nein, es schmeckt muffig irgendwie. Und nach einer Zeit merkst du, es ist so ein bisschen pflanzig. Zucker, Glukosesirup. Verdickungsmittel, Stärke. Ich denke ja fast, dadurch, dass da überall auch so Kirschblüten drauf sind, dass das vielleicht Kirschblütenbonbons mit Umeboshi-Füllung sind. Nee, also floral finde ich es nicht. Ich finde es erdig irgendwie. Ja, auch. Das ist so... nichts, was man bei einer Süßspeise erwartet. Ja, aber es ist nicht... Wenn man sich irgendwann daran gewöhnt hat, denkt man sich so, es ist nicht verkehrt, aber es ist einfach seltsam. Es ist auch so gut wie weg. Also jetzt ist es in Ordnung. Es schmeckt immer noch so ein bisschen erdig. Von dem Hard Candy selber. Aber das, was außen rum war, diese oberste Schicht, die manchmal halt so ein Zucker oder sonst irgendwas, so ein Stärke oder irgendwas drumherum ist, damit es nicht so sehr an der Packung klebt, das war halt wirklich brutal. Das schmeckte halt eher nach Verpackungsmaterial aus einem irgendeinem Lagerhaus. Also es ist echt total interessant. An der Box vom Schnupp wird nicht gekratzt. Nee, die kostet 200 Euro, das ist ein bisschen teurer als Kratzbaum. Ja, wollen wir warten, bis du zur Mitte kommst, oder möchtest du durchbeißen? Ich beiß durch, aber ich merke jetzt schon, dass meine Zähne wehtun. Traum. Das war groß, das Ding. Ist erst total sauer. Warte auf danach. Warte auf danach. Merkst du es? Das schmeckt wie Kuchen. Also. Okay, das meinte ich nicht. Vielleicht merkst du es, wenn du die Zuckerstücke weg hast. Jetzt wird's sauer. Sauer. Da kommt nicht mehr mehr, glaube ich. Merkst du nicht, dass es salzig auf der Zunge ist? Ja, ein bisschen. Das ist die Umeboshi. Die ist sauer eingelegt, aber gesalzen. Das ist total abgefahren. Es ist nicht so krass wie bei gesalzenem Karamell, wo du Salz wirklich merkst. Das hier ist mehr so... Du schmeckst das Saure und das Süß, aber das Salzig liegt dir auf der Zunge. Ja, das bleibt so lieb. Wirkt aber nicht sauer, sondern es wirkt eher, als wird was, nicht salzig, sondern es wird was Saures auf deiner Zunge liegen bleiben. Interessant. Hat was, wobei ich sagen muss, wenn du mir das blind geben würdest, auch nur die Füllung innen drin, würde ich nicht sagen, dass das nach Pflaume schmeckt. Ich würde sagen, es schmeckt nach Apfel. Das ist Pflaume. Ich finde wirklich, es schmeckt wie dieses künstliche Apfelaroma. Dann sieht man auch hier unten. Im Nachgeschmack schmeckt es nach Pflaume. Im Nachgeschmack schmeckt es wie so ein Pflaumenkuchen. Also sehr abgefahrene Dinger mit sehr vielen Geschmacksebenen, die nacheinander kommen. Als Bonbon vielleicht ein bisschen über. Ich fände die als Gummibärchen mäßig irgendwie was Weiches, was du wirklich direkt kaust.
Ich habe bloß die Packung gesehen und dachte mir so, oh, das ist voll rosa und das sieht voll niedlich aus. Und dann so, oh, Umeboshi kann man auch. Also ich würde das, die Umeboshi, Uwe Bolli, würde ich gerne mal so probieren, ohne Bonbon. Ich glaube, das wäre cooler. Gibt's bei uns im Biomarkt. Hm. Müssen wir mal kaufen. Hä? Haichu? Gesundheit. Okay. Da. Das ist Haichu. Das habe ich gekauft im J-Store in Hamburg. Hat auch einen Online-Shop. Gibt es, glaube ich, auch in Berlin. Kann man sich vorstellen, ist so ähnlich wie der Neo Tokyo in München. Nur noch ein bisschen, ja, mädchenhafter, würde ich es fast nennen. Und die haben eben auch Süßigkeiten. Und das Ganze ist ein Kaubonbon. Und ich habe... Haribo-mäßig? So Mauermäßig. Fritt meine ich doch, ja, Mauern. Und ich habe mich für die Geschmacksrichtung Traube entschieden. Oh, weia. Ich glaube, wir brauchen einen Panzer. Ja, schade, ne? Das ist... Ja, weil du es falsch aufgemacht hast. Ah. Nicht wieder blöd. Das Ganze ist so Hubba-Bubba-mäßig. Teilen wir uns erstmal. Meinst du, die sind so scheiße? Ich weiß es nicht, aber ich habe das noch nie gegessen. Ach Quatsch. No risk, no fun. No pain, no gain. Ich habe Angst vor dich, weil ich weiß, dass du Traumgeschmack nicht so toll findest. Aber ich finde das jetzt schon und denke mir so, boah, das ist... Nee, was? Natürlich mag ich Traubengeschmack. Ich mag keinen Traubenzucker. Das ist was anderes. Aber das mag ich nicht wegen der Konsistenz, weil ich keine Kreide essen will. Ich rieche das schon und denke mir so, das ist voll mein. Scheiße. So. Mhm. Ja, machen wir mal. Oh, nee, ein bisschen fest. Wow! What the fuck? Alter, der Geschmack taugt mir voll. Was ist denn da so bitter? Wow! Das ist wie als bitter ist. Bei mir ist es gerade, als würde ich so eine Flasche Rum-Aroma nuckeln. So ganz stramm. Also der Geschmack ist so intensiv, dass er bitter wird. Okay, nee, das hab ich nicht. Vielleicht ist das noch vom Bonbon. Nee. Die Explosion kam jetzt erst. Ich muss mal nachspülen. Boah. Also es ist lecker vom Geschmack, aber... Voll. Es hat auch eine ganz interessante Konsistenz wieder. Es gibt, also klar, das ist ein Kaubonbon, aber es ist so ein bisschen gummig. Es ist wie Mauam, aber es kommt zurück, wenn du drauf kommst. Ja. Aber auch nicht so wie ein Gummibärchen. So bouncy. So. Es ist halt so ein Zwischending zwischen einem Kaubonbon und einem Gummibärchen. Ja. Total seltsam. Aber also, es schmeckt gut. Die Geschmacksrichtung ist gut, aber also mir ist es echt zu stramm. Ich glaube, das ich musst du... Geil. Amis würden drauf abfahren, die haben sowieso keinen Geschmackssinn mehr. Ich weiß ja, das Ganze gibt es in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die hatten jetzt aber bloß Traube, Apfel und Pfirsich. Und ich dachte mir, Traube ist sowas, das findest du hier gar nicht. Deswegen nimmst du jetzt Traube mit. Ja, ist nicht schlecht, aber also mehr als eins, glaube ich, bräuchte ich nicht am Tag. Sollen wir uns durch die Sammlung hier durcharbeiten nacheinander? Ja, fangen wir mit denen an. Okay. Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal japanisch essen auch schon, ne? Die Poki-Dinger. Poki hatten wir noch gar nicht. Echt nicht? Nee. Fast sicher, dass wir Poki schon mal hatten. Poki, könnt ihr euch vorstellen, ist sowas wie Mikado, bloß mit ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe 3 gefunden in 3 verschiedenen Geschäften. Man achte mal auf den Preis. Ich habe die Erdbeer-Poki in einem ganz normalen Asia-Store gefunden, also in einem normalen asiatischen Supermarkt. Und das Ganze hat 99 Cent gekostet. Ich habe eine Art von Poki im J-Store gekauft. Ich spoiler nicht die Sorte. Aber das Ding hat 2,75 gekostet. Der Unterschied. Runtergesetzt, abgelaufen. Giftig. Nee, ich habe drauf geguckt, das ist nicht abgelaufen. Na gut, diesmal bin ich leerfähig, da steht open. Du spoilerst dich selbst. Wieso? Weil ich 2 Packungen machen gekauft habe und eine habe ich schon bei meiner Schwester aufgegessen. Ich hab's nicht aufbekommen. Aber du kriegst das auch. Das ist eine Packung. Ich will es nur gerade nicht in der ganzen Wohnung verteilen. Ja, da kommen wir nicht auf. So. Okay. Also, ich glaube, die könnten dir sogar schmecken. Da kommt ein Aroma aus. So sieht die Packung aus, da drin sieht es so aus. Das ist im Prinzip, sieht das aus wie Salzstangen, nur eben mit Füllung am Ende. Rosa. Nicht Füllung, Überzug. Da. Und die riechen auch ganz stark. Boah, die riechen wirklich stark. Was ist das? Strawberry. Mhm.
Die schmecken nicht so stark, wie sie riechen. Mhm. Die sind ganz sanft. Die sind nicht mega süß, das finde ich ganz geil. Ich finde sie schon ziemlich süß, aber ist okay. Aber nicht so, wenn man sich denkt, dass da noch Sachen gibt, die süßer sind auf jeden Fall. Ich mag das Ende, wo nichts dran ist. Ja. Yay. Die sind lecker. Die sind gut, ja. Ist so ein bisschen wie Jokorette vom Frische. Es ist halt nicht so, so ein drückender Erdbeersüß. Es ist halt nicht so pappsüß. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Nicht so wie diese Waffelröhrchen, die wir schon mal hatten mit Erdbeerfüllung. Oh ja, die waren... Ich glaube, die meintest du vielleicht. Ja, die waren... Ne, ich meine, ich glaube, wir haben schon mal Schokopocky gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Quasi, aber halt... Nee. Machen wir mit denen weiter. Mit denen? Okay. Das ist eine Sorte, da weiß ich, der Sven wird sie nicht mögen. No. Der Schnubbi. Sven sagen ist ja ganz schön. Ich habe es eigentlich Banane. Hauptsächlich gekauft, weil ich die Packung total niedlich finde. Poki Choco Banana. Ich hasse Banane, das habe ich von meiner Mutter gehabt. Die mag auch absolut den Geschmack von Bananen überhaupt nicht. Ich schon. Ich kann damit nicht anfangen. Mein Vater hat mich als kleines Kind mal versucht zu überzeugen, dass Bananen doch toll sind. Der hat nämlich so einen Bananenshake, der hat immer früher sehr viele Shakes gemacht. Da hat er einen Bananenmilchshake gemacht. Dein Papa isst was, was deine Mutter nicht mag? Mhm. Wow. Und er hat es nicht geschafft. Er hat es eigentlich eher geschafft, dass ich mindestens für 10 Jahre nie wieder eine Banane überhaupt ansehen konnte, ohne dass mir schlecht wurde. Ich muss aber auch sagen, Bananen in Shakes finde ich auch grausam. Es ist ein fürchterlicher Geschmack. Ich mag ihn einfach nicht. Oh, ich muss diese Packung aufheben. Guckt euch an, wie niedlich das ist. Ja, und diesmal machen wir es einfach so auf. Ja, das wollte ich nämlich, dass wir mit den Erdbeeren. Ich weiß, aber ich dachte, ich mach's mal ordentlich auf. Oh, die hängen alle aneinander. Echt, jetzt sind die geschmolzen? Ja. Ich glaube, die... Ja, es sind Bananen, es sind Rudeltiere. Rudeltiere. Okay, ja, sieht aus wie eben, nur halt in gelbe. Boah. Ja, da brauchst du nicht nah, da brauchst du nicht nah rangehen, das merkst du sofort. Und hier unten, der Schokostiel. Oh je. Oh je. Beiß ab, ich warte, ob du das Ganze auch essen kannst oder nicht. Nee. Es hat nicht den frischen Bananengeschmack, sondern mehr so getrocknete Bananen. Ja, schmeckt wie Bananenchips. Genau. Ah. Magst du ja auch nicht, gell? Nee, wie gesagt, alles mit Banane kann ich absolut nichts mehr anfangen. Gar nicht. Ich mag keine Banane, aber ich bekomme jetzt keinen Kotzanfall, wenn ich reinbeiße. Finde ich gut. Ein Freund von mir hat das Problem mit in Banane reinbeißen, Kotzanfall. Gebacken Pudding? Ja, und wir waren bei einem All-You-Can-Eat-Asiaten und... da gab es immer gebacken Pudding und gebacken Bananen. Und gebacken Pudding war Pudding in so einer Teigmantel frittiert. Gebacken Bananen war genau dasselbe. Beide waren gleich groß, beide waren rund. Gebacken Pudding war immer ausverkauft, weil das sich jeder immer genommen hat. Und da kamst du nie ran. Und einmal kam eine ganz frische Fuhre gebacken Pudding auf einem Blech rein und er stand gerade da und denkt nur... Jackpot und lädt sich alles drauf, was er greifen kann auf seinem Teller. Geht zum Tisch zurück, lacht mich aus, dass er alles hat, beißt rein und fängt an zu schreien, weil es ist nämlich gebacken Bananen auf dem falschen Blech. Großartig. Deswegen, Banane ist kein gutes Glücksmittel. Also eigentlich haben wir das jetzt in einer perfekten Reihenfolge gemacht und das zieht sich jetzt durch das Muster. Stimmt, ja. Das, was jetzt kommt, ist von der Geschmacksrichtung durchgehend bei dem Rest der Sachen. Außer bei dem Special. Ja, bei dem Special. Ja. Noch eine letzte Version von Poki. Poki. Und diesmal... Ich brauche ein Messer. Zeig's doch jetzt mal. Ja, zeig mal. Poki Matcha. Grüntee Poki. Pokémon! Pokémon? Kaputt gemacht, Mann. Nee, die haben es kaputt gemacht. Das Ding war nach innen. Wie soll man das ziehen denn? Ja. Yep. Selbes Spiel. Sieht aus. Ich muss sagen, ich finde die geil. Naja, gut, wenn man auf Bananengeschmack steht, der ist. Geschmack getrunken. Der ist sehr vorhanden. Oh. So. Grün. Boah, die sind schön. Die haben eine schöne Farbe. Die Sticks schmecken diesmal anders. Ja? Mhm. Die sind sehr mehlig irgendwie. Oh, die riechen krass. Oh ja. Ich mag Matcha-Flavor. Schmeckt Banane. Doch, Nase kommt's durch. Ja,
Schmeckt nach Tee. Nach sehr gesüßten, milchigen Tee. Ja. Gut, das ist ja auch Schokolade. Eben. Das ist geil. Ja. Mm. Finde ich bisher der angenehmste Geschmack von den Pucks, die wir hatten. Mhm. Aber ist auch nichts für mich unbedingt. Danke. Es ist ein sehr spezieller Geschmack, Matcha. Mhm. Muss man mögen und selbst wenn man es mag, also wie gesagt, ich habe nichts dagegen, ich mag es auch, aber es ist ein sehr penetranter Geschmack. Findest du? Mhm. Ja. Und weil der Geschmack so im Mund stecken bleibt, machen wir weiter mit dem nächsten. Matcha Mochi. Matcha Mochi. Und die stecken nicht nur geschmacklich im Mund, sondern auch in der Konsistenz. Mochi kennt ihr alle hoffentlich, das haben wir ja alle schon oft genug gemacht. Genau, haben wir schon oft genug geklärt. Ist im Prinzip, jetzt kannst du es ja ganz speziell sagen. Es ist ein Klebreiskuchen, der gefüllt wurde. Ich habe gestern welche selbst gemacht. Nicht die hier. Nicht die hier, die sind schon aufgegessen und der Rest ist bei meiner Schwester in Hamburg. Kann man eins? Ja, die sind groß. So. Klopfen ein bisschen ab vielleicht. Ich versuch's mal ohne Sauerei. Sind eben so sehr gelatartige, gummimäßigen Küchlein. Sind eigentlich auch eher rund, die sind halt länglich. Ja, das ist aber die Machart von der Firma hier einfach. Ja, das sind aber die besten. Riecht nach gar nichts, aber gut, da ist ja auch eine Schicht außenrum mit Matsch. Hm. Hm. Die sind gar nicht so gummig, wie die sonst sind. Mm-mm. Vielleicht sind die noch zu kalt. Die sind vom Biss her mehr fest. Wie diese geleelosen Kaubonbons. Nee, Kaubonbons. Diese, Mann, wie heißt denn das, was die Tussi sich immer in die Zähne gesteckt hat? Diese Fruchtgummidinger. Joghurtgums. Ja, Joghurtgums. Das ist die Beschreibung. Ich meine, ihr wisst, was ich meine. Von Katjes. Ja, na eben die. Findest du? Ja, dieses halb gummimäßige, halb bissfeste. Ich finde, das hat eine Konsistenz von Marzipan so ein bisschen. Ja, festes Marzipan irgendwie so. Ja. Die Paste innen drin. Es schmeckt parfümierter, finde ich. Ja. Es schmeckt nicht so gut wie die. Ich finde auch komisch, dass es so hart ist. Vielleicht sind die noch zu kalt, aber das werden wir noch herausfinden, wenn wir die aufessen. Ja, das ist deine Bauch. Also ich finde die hier, das ist bis jetzt das Schwächste, was wir gegessen haben, finde ich. Mhm. Also selbst obwohl ich die vom Geschmack her too much finde, die hier sind einfach zu wenig. Und dann, ich meine, nee. Das ist so geil, schade. Und als letztes, eine Marke, die man kennen dürfte. KitKat. Matcha-Flavor. Und ihr habt zwei verschiedene Arten von KitKat. Himbeere und Matcha. Und das ist eine Matcha, die wir seit Jahren probieren. Und ich habe für diese Tüte 8 Euro gezahlt. Hättest du das gesagt, ich hätte es nicht aufgerissen. Der war weiterverkauft. Okay, teilen wir uns, oder? Bei 8 Euro? Ja. Hier, das sind so Mini-KitKats. Und wie gesagt, ich sollte es unbedingt mal probieren, wenn wir da extra hingefahren haben. So sehen die aus. Überraschend farbig. Riecht nach weißer Schokolade. Ja. Oh, das ist geil. Das schmeckt wie KitKat. Schmeckst du das nicht? Null. Ich schmeck die Waffeln innen drin, diese Creme und das war's. Nee, gar nichts. Das schmeckt original wie weißes KitKat. 1:1. Finde ich nicht, ich schmecke das Matcha raus. Ist das leicht bitter im Rachen? Nee. Null. Also dafür 8 Euro ist es definitiv nicht wert. Ich muss aber sagen, es schmeckt mir am besten von den Matcha-Sachen bis jetzt. Ja, mir auch, weil ich weißes KitKat mag, aber weißes KitKat kriege ich hier wesentlich billiger. Also ich schmecke das Matcha. Keine Ahnung. Also ich. Später vielleicht nochmal probieren. Also, KitKat, yay, aber die hier, wofür? Ich find's geil. 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 Und hier jetzt nochmal was nicht aus dem Japan-Markt kommt. Ja, sondern von. Dekoladen.
Sostrengrens Handelskompanie. Danish Design since 1973. All over the world. Das ist so ein Dekoladen irgendwie, wo es alle möglichen Sachen gibt. Da gibt es Süßigkeiten, Schreibwaren, Bastelsachen, Zeug zum Stricken. Offensichtlich was Süßes. Habe ich schon gesagt. Also, ich war am Trinken. Tassen, Gläser, alles Mögliche. Aber Tüten. Total süß. Und was du gekauft hast, sind Lollis. Sind selbstgemachte. Selbstgemacht. Handmade Lollis. Handmade Lollis. Was habe ich denn heute mit meiner Fallsucht? Meine Güte. So, das sind Lollis. So sehen die Lollis aus. Davon gibt es hier ganz viele verschiedene. Ich habe mehrere gekauft. Oh, ich sehe hier so ein Jamaika-Ding. Das ist der Rainbow Lolli. Ich habe keine Ahnung, wonach der schmeckt. Nach Regenbogen, nach was sonst? Einhornscheiße. Sieht gut aus. Genau. Lämm mal aus. Ja, genau. Lämm mal aus. Ich habe gekauft. Das ist ein Rhabarber-Lolli. Davon haben wir zwei. Sehr gut. Rhabarber ist lecker. Dann habe ich ein paar von den Rainbow-Lollis gekauft. Einfach, weil ich die so schön fand. Dann habe ich... Was tust du? Cola. Ah, ich dachte es mir noch. Es gab auch Lakritz. Aber ich hatte Angst, dass ich die dann da reinschmeiße und Cola von Lakritz nicht unterscheiden kann, weil die beide exakt dieselbe Farbe hatten. Gefährlich. Ja. Dann einfach nur rot. Ich nehme mal Erdbeere. Ja. Und die weißen? Was ist das? Zitrone. Nein. Banane. Nein. Ananas. Nein. Limette? Nein. Weiße Schokolade? Nein. Holunderblüte. Oh, okay. Deswegen habe ich davon auch am meisten gekauft, weil ich stehe total auf Holunderblütengeschmack. Ja, welchen willst du probieren? Ich meine, alle probieren ist jetzt Quatsch. Alle probieren ist Quatsch. Ich würde sagen, jeder probiert einen. Ja, eben. Ich werde Rhabarber probieren, weil Rhabarber ist... Gut, dann probiere ich nämlich awesome. Holunder. Ich bin vor allem gespannt, ob der auch sauer ist. Für mich einer der geilsten Kuchen ist Rhabarberkuchen. Ich liebe das Zeug. Rhabarberkuchen mit süßer Sahne ist... Boah. Das sind mehr so Lutscherblöcke. Mhm. Das Ding schmeckt nach Beef Jerky. Das braucht noch ein bisschen. Mhm. Ja, Beef Jerky. Das habe ich auch nur den Mund aufgeschnitten. Hm. Schmeckt noch nicht viel. Es schmeckt wirklich nach Fleisch. Nach rohem Fleisch. Ich weiß auch nicht warum. Fleißig hat sich hier irgendwer vergnügt mit dem Lolli. Aber der schmeckt nicht gut. Meiner schmeckt langsam so ein bisschen nach Holunder. Hm. Schade. Ich hätte Cola nehmen sollen. Ich meine, die Dinger kosten, haben Stück 8 Cent gekostet. Mhm. Und jetzt kommt die Hygienestelle. Oh, Geschmack. Ich finde, das schmeckt nach Rhabarber. Du hast schon lange keinen Rhabarber mehr gegessen, oder? Das schmeckt halt wie dieser Artificial Rhabarber-Geschmack. Ich kenne keinen Artificial Rhabarber. Ich kenne nur den echten. Der schmeckt so. Bah. Okay, also echter künstlicher Rhabarber schmeckt nach alten mal, Füßen. Es gab mal von Hitschler Rhabarber. Von wem? Hitschler. Diese Kaubonbons. Gab es auch mal eine Sorte mit Rhabarber und die schmeckte genauso. Hm. Was für ein Tipp. Ja. Hm. Gut. Ist jetzt was, was man wahrscheinlich eher weniger kaufen wird, es sei denn, man ist zufällig gerade in Dekoladen in Hamburg. Ansonsten. Finger weg vom KitKat? Mm-mm. Doch. Außer ihr kriegt's umsonst. Probiert das, wenn ihr könnt. Die Dinger kaufen. Aber mit Vorsicht genießen. Und vielleicht einen anderen Geschmacks. Ich ja. Kaufe, glaube ich, online mal alle möglichen Geschmacksrichtungen von denen, weil die sind nicht so teuer online. Oder 2 Euro ist. Ja, ich glaube aber, das Zeug ist grundsätzlich in dem Laden teurer gewesen, als wenn ich es so oder so online gekauft hätte. Und Pocky. Da gibt es so viele verschiedene Sorten. Genau. In dem J-Store hat es noch eine Sorte gegeben, das war Cookies and Cream, sah aus wie Oreos. Ich hätte tatsächlich noch Matcha Oreos kaufen können oder von Meiji so
Schoko-Matcha-Kekse, also so Schokokekse mit Matcha-Füllung. Poki gibt es in so vielen Geschmacksrichtungen. Also kauft euch Mikado, das gibt es in jedem blöden Rewe oder sonst wo. Und wenn euch sowas taugt und ihr mehr Geschmackssorten haben wollt, geht zu Poki. Da gibt es alle Geschmackssorten dieser Erde, wahrscheinlich sogar die menschlich hergestellten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Einhornpupse. Zum Beispiel Einhornpupse als Geschmack, richtig. Jo, du stehst auf meinem Fuß. Das war das Schnulu Eats. Japanisches Zeugs. Oh, danke, ich freue mich. Schmeckt dir der nicht? Absolut null. Der ist ekelhaft. Ich kann ihn tauschen. Du darfst ihn einmal weiter essen. Da, ich habe sogar extra mit Folie gemacht. Und ja, beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird, bete ich darum, dass ein bisschen was Salziges dabei ist, damit ich nicht so, ne? Ich bin einfach kein Süßmensch, das habe ich schon oft genug gesagt. Ich habe einfach keine abgefahrenen salzigen Sachen. Ich kann mit Süß einfach nichts anfangen. Das ist nicht meine Welt. Aber so ist das ja, deswegen gibt es salzige Sachen. Okay, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Der Lutscher winkt.